Für wie wahrscheinlich hältst du denn das Szenario in der Schwarm? Für wie wahrscheinlich halte ich eine weltweite Pandemie? Für wie wahrscheinlich halte ich Donald Trump als Präsidenten von den USA? Soweit wir sagen können, wurde es dir vor einer Stunde angespült. Er, was? Ist ein Männchen. Der erste Wahl der Saison und er wird tot angespült? Was glaubst du, ist da los? Sie sind manchmal spät dran. Nicht so spät. In der Schwarm rückt ja die Frage in den Fokus, was passiert, wenn die Natur zurückschlägt. Was ist denn deine Antwort darauf? Wir haben ja Tsunamis, wir haben Killerwale, die Boote attackieren, wir haben verseuchtes Wasser etc. Das sind ja alles Phänomene, die eigentlich bereits passieren oder Naturkatastrophen, die wirklich in unserer Welt passieren. Und das ist schon sehr, sehr spooky. Ich glaube, wenn man das richtig, richtig ganz doll spürt, also dass es nicht mehr zu ignorieren ist, dann ist es aber auch gleichzeitig zu spät. Die Erkenntnis ist, wenn die Natur zurückschlägt, sie ist auf jeden Fall stärker. Sie ist stärker und wenn du der Natur keinen Respekt zeigst, gehst du selbst drauf. Also das, was uns zerstört, sind wir selber. Wir Menschen sind eigentlich das Monster. If nature strikes back, then we're all in big trouble. I mean, it's happened before several times. I mean, in the history of the world, we push the world to a certain point where nature says, all right, let me just take over from here. And then we're all wiped out and then we start over again. What was the last time? Like 12,000 years ago. So I guess we're reaching that date fairly soon, fairly quickly with the way that we're treating the world. But at the same time, I think that we're also just doing our best at the moment. Eiswürmer, du hast doch gesagt, sie seien nur 50 Quadratmeter. So war es, als wir sie entdeckt haben. Was war das? Interferenzen im Kabel. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir es mit einer neuen Art zu tun haben. Je früher wir da nochmal rausfahren, desto früher wissen wir, wie gravierend das Problem ist. Für wie wahrscheinlich hältst du denn das Szenario in der Schwarm? Für wie wahrscheinlich halte ich eine weltweite Pandemie? Für wie wahrscheinlich halte ich Donald Trump als Präsidenten von den USA? Also ich wurde überrascht in den letzten Jahren von einigen Dingen, die da so passiert sind. Und deswegen traue ich mich nicht mehr, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Unsere Vorstellung davon, was möglich und realistisch ist und was viel zu Sci-Fi-mäßig in der Zukunft, die hat sich ja ganz schön verändert, seit der Roman herausgekommen ist. Also wir befinden uns ja auch in der Mitte eines dramatischen Umbruchs. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Jäger überhaupt noch bedarf, um der Menschheit ein Ende zu setzen. We've all been made aware of the power and the strength of nature during these past few years of COVID, where we realize how frail we are. Ich kann mich noch erinnern, 2021, als wir es gedreht haben, ich fand das sehr, sehr real und sehr spooky, weil wenn du dich gerade mit der Sache beschäftigst, ja, und du liest dann, schau mal, da ist das passiert, in dem Land ist das passiert, ja, und du siehst Parallelen, dann ist das wahnsinnig aktuell. Und dadurch geht's eigentlich auch so unter die Haut. Do you have a different relationship to the sea now? I'll be honest with you, I don't go swimming in the sea, mostly because it's just way too cold for me, even though I'm from Sweden. But I do have another respect for the sea. I absolutely do. With the amount of research that I did for this project, I have an immense respect for what's down there. Es erinnert mich, wie so vieles in diesen Tagen immer mal wieder auch an die eigene Unzulänglichkeit, sich vernünftig zu verhalten. Und da ist immer bei jedem wahrscheinlich, bei mir aber auch eine ganze Menge Luft nach oben noch. Da merkt man schon irgendwie, dass man irgendwie so alt ist und irgendwie so Gewohnheiten hat. Bei mir passiert das immer graduell, beziehungsweise auch phasenweise. Es gibt dann schon auch Phasen, wo ich mich recht gelähmt fühle und dann andere Phasen, wo ich denke, ach, es gibt Menschen mit guten Ideen und gute Ansätze. Es ist ganz viel möglich. Irgendwo bin ich doch das kleinste Glied in der Kette und auch verantwortlich. Oder ich bin verantwortlich in dem, was ich konsumiere und kaufe und so weiter. Aber all diese Gedanken, die darauf kommen, für mich hat das schon was verändert, wie ich auch das Meer betrachte und auch welche Kraft das hat. Also wir Menschen, wenn sich die Natur gegen uns auflehnt, ich will sagen, gar nicht gegen uns auflehnt, sondern auflehnen muss und es schon tut, in irgendeiner Weise. Und wir haben es selber initiiert. Dann sind wir nix. Das ist der tödlichste Krankheitserreger, der je entdeckt wurde. Haben wir sie selbst über uns gebracht? Es ist im Trinkwasser. Du hast es gewusst. Ich hab's vermutet. Und wieso hast du es mir verschwiegen? Ich hab Gewissheit gebraucht. Ob ich dich angelogen habe? Wenn du mir mehr Proben besorgst, kann ich weitere Tests machen. Hast du den Roman gelesen?
Ja, aber lange her und ich habe mir jetzt auch nicht nochmal gelesen. Also ich habe den so ein bisschen in Erinnerung gehabt. Ich habe ihn damals gelesen, als es rauskam. Es gibt ja etwaige Unterschiede zwischen Serie und Buch. Welche Änderung ist denn deiner Meinung nach die wichtigste, um der Schwarm zeitgerecht ins Jahr 2023 zu bringen? Naja, es sind ja ein paar, also es ist alles ein bisschen paritätischer besetzt, als das Buch geschrieben ist. Und ich finde, eine gewisse Diversität und ausgeglichene Besetzung ist etwas, auf das in einem Film sowieso vielleicht mehr geachtet wird als in Literatur von vor vielen Jahren. Und das finde ich halt wichtig, dass das eine Gesellschaft abbildet, in der sich jeder wiederfindet. It's just about showing the world for what it actually looks like. So this show, if we would have shot it in 06, it never would have looked the way it looks as far as representation goes. I shot a film in 07 where I was the only one in a cast of 8 who was not on the poster because the production company said, if you put a black face on a poster, the movie won't sell as well. And then you cut to 2023, where we made this, and I'm looking at the poster now, and there's all different colors and nationalities. Im Roman wird eine Mission von der UN gesponsert. Das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, sondern die Menschen, die jetzt absurde Missionen finanzieren, sind private Milliardäre. Und das ist auch eine Adaption, die, finde ich, sehr klug und richtig war. Wir hatten ja Wissenschaftler dabei, die uns beraten haben und die dann auch über das Buch und was noch up-to-date ist und was nicht mehr up-to-date ist oder wo man schon neue Erkenntnisse hat oder mit anderen Geräten schon arbeitet, das war sehr wichtig. Gibt es vielleicht auch schon eine Idee zur zweiten Staffel oder gibt es vielleicht Pläne, die noch weiter in die Zukunft reichen? Ja, es gab Gedanken dazu. Also auf allen Seiten des Tisches finde ich das eine gute Idee. Nee, es kommt darauf an, ob die Bücher gut sind, für mich immer. Da gibt es auf jeden Fall Ideen, das weiß ich aber gar nicht, ob ich das dazu was sagen darf, aber die sind da. Da wurde immer gesprochen, wenn es weitergeht, wie sieht das aus? Wenn da draußen etwas ist, dann wird niemand sicher sein, egal wo. Als ersten Schritt würde ich vorschlagen, wir versuchen Kontakt aufzunehmen. Kontakt? Ich würde Sie bitten, aufzuhören.